Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zu Ihrer Drehscheibe am Mittwoch, dem 7. Mai. Faktor Lärm. Neben dem Raumklima und der Beleuchtung am Arbeitsplatz beeinflusst Lärm das Wohlbefinden in hohem Maße. Lärm kann viele Ursachen haben, etwa Maschinen, Werkzeuge, Verkehr oder auch andere Menschen. Zwar gibt es individuell unterschiedliche Toleranzschwellen, ein hoher Lärmpegel jedoch schädigt die Gesundheit oder führt zu Unfällen und Berufskrankheiten. Wir haben näher nachgefragt. Unter dem Motto »Die Ruhe weg« veranstaltet die BG Bau in diesem Jahr eine Reihe von Aktionstagen gegen Lärm für alle Auszubildenden in ganz Deutschland. Was es da für die jungen Azubis alles zu sehen und zu erleben gibt, hat uns Thomas Lux von der Berufsgenossenschaft erklärt. Heute wird es so sein, dass die jungen Menschen Lärmmessungen durchführen an ihren Werkzeugen und Maschinen und dabei erfahren, wie laut es wirklich ist bei diesen Schallmessungen sozusagen. Und davon ausgehend werden unsere Arbeitsmediziner und Präventionsfachleute die jungen Menschen beraten und ihnen sagen, wie man sich vor Lärm schützt. Es wird begleitet sein durch multimediale Vorträge im Bereich Arbeitsmedizin und Prävention. Und ich denke, dadurch wird eine Sensibilisierung stattfinden. Die Vorträge über Prävention und Arbeitsmedizin wurden dann im Anschluss durch praktische Übungen veranschaulicht. Dabei gab es für jeden Teilnehmer eine Untersuchung des Gehörs mit anschließender Auswertung durch die Betriebsärztin Jana Czernik. Sie hat uns außerdem erklärt, wie man sich gut vor Lärm schützen kann. Im Falle der Lärmbelastung geht es natürlich in erster Linie um Lärmschäden. Also die Lärmschwerhörigkeit ist ein ganz großes Thema, ist eine der häufigsten Berufskrankheiten im Bereich der BG Bau. Und wir sind also dazu da, die Leute zu beraten, was sie dagegen tun können. Die Lärmbelastung an der Arbeit, die ist in vielen Fällen nicht zu vermeiden. Daher muss persönlicher Gehörschutz getragen werden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, entweder Gehörschutzstöpsel, Bügelgehörschützer oder Kapselgehörschützer. Hier haben wir mal so ein paar Stöpsel als Beispiel, die wir auch den jungen Leuten dann zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich so die gängigste Möglichkeit, Lärmschäden wirklich sicher zu vermeiden. Aber nicht nur die hohe Lärmbelastung bei der Arbeit kann zu Gehörschäden führen. Auch im privaten Bereich lauern viele missachtete Gefahren. Das Problem ist natürlich auch, dass gerade junge Leute in ihrer Freizeit sich durch ihr Musikkonsumverhalten ein bisschen selber beanspruchen, weil sie ihr Gehör nicht schonen, Musikveranstaltungen und so weiter, kann das Gehör nicht regenerieren. Und das ist fatal, weil irgendwann dann der Gehörschaden eintritt. Sogar wenn man den Lärm nicht selbst verursacht, sondern nur wenige Meter neben der bedienten Maschine arbeitet, darf man den Lärm nicht unterschätzen. Die Messergebnisse zeigen, auch bei entfernter Messung ist die Lärmbelastung noch stark vorhanden. Mehr Informationen zu durch Lärm verursachten Krankheiten und Präventionsmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.bgbau.de. Mehr Nachrichten des Tages gibt es gleich in wenigen Augenblicken.
Das Sparkassenfinanzkonzept ist uns einfach voraus. Mithilfe dieses Beratungsbogens kann die Sparkasse ganz individuell die finanzielle Zukunft jedes Kunden planen. Zukunft? Das kann ich auch so. Jungfrau, Finanzen. Lassen Sie die Finger von allem, was mit Geld zu tun hat. Sie neigen zu unbedachten Ausgaben. Ihnen fehlt es an Wissen und Weitsicht. Und Liebe? Zukunft mit Plan statt 0815. Das Sparkassenfinanzkonzept. Energiesparen, Geld sparen. Viele Produkte dazu finden Sie im Energiesparshop Ihrer VBH. Einfach online suchen unter vbh-heu.de. VBH. Wir machen das. Sachsen bekommt eine Elblachsräucherei. Dazu ist heute am Alberthafen in der sächsischen Landeshauptstadt Richtfest gefeiert worden. Voraussichtlich ab Herbst sollen hier jährlich 120 Tonnen Meeres- und Süßwasserfisch verarbeitet werden. Und was sonst noch alles passiert ist, sehen Sie gleich in den Nachrichten kompakt. Die Hoyerswerda Stadtverwaltung will in diesem Jahr rund 2 Millionen Euro durch Immobilien- und Grundstücksverkäufe einnehmen. Ein Teil des Geldes ist bereits sicher, da das Areal gegenüber dem Zoo, die Musikschule und das Bürgermeisterhaus bereits neue Eigentümer gefunden haben. Im Finanzplan enthalten sind zudem ein Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße 2a und b in Knappenrode mit 400.000 Euro, das ehemalige Jugend- und Schulamt in der Straße am Lessinghaus 7 mit 325.000 Euro und die einstige Kämmerei in der Schlossergasse, in der die Touristinfo untergebracht ist, mit 300.000 Euro. Teilweise sind bereits Interessenten vorhanden, heißt es aus dem Rathaus. Messerstecher aus der Hoyerswerda Neustadt wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Die Verhandlung am Landgericht in Bautzen fand am Dienstag statt. Der 29-Jährige habe schwere Störungen und sei in diesem Zustand eine Gefahr für die Allgemeinheit. So die Urteilsbegründung, schreibt das Hoyerswerda Tageblatt. Im November vergangenen Jahres war der junge Mann auf offener Straße mit einem Messer auf seine Mutter losgegangen und hatte sie mit einem Dutzend Stichen schwer verletzt. Eine Radlerin ist am Dienstagnachmittag in Hoyerswerda schwer verletzt worden. Im 1000-Mann-Lager fuhr die 78-Jährige vom Fußweg auf die Straße, als ein BMW aufgrund eines Überholmanövers auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Beim Zusammenstoß stürzte die Rentnerin schwer und musste ins Klinikum gebracht werden. Landkreis Bautzen will in den nächsten Jahren rund 5 Millionen Euro in die Energiefabrik Knappenrode investieren. Am Montag soll der Kreistag einen entsprechenden Grundsatzbeschluss bestätigen. Ab 2015 sind erste Maßnahmen vorgesehen. Der Landkreis selbst will aber nur maximal 2 Millionen Euro tragen. Der Rest des Geldes soll unter anderem durch Fördermittel finanziert werden. Die Sana-Kliniken haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2012 Millionen Euro gemacht. Das sei eine Steigerung von mehr als 10%, heißt es im aktuellen Konzernbericht. Der Gewinn wird mit rund 57 Millionen Euro angegeben. Die Sana-Kliniken sind zu 49% am Seenland-Klinikum Hoyerswerda beteiligt, das im vergangenen Jahr ein Plus von 2,3 Millionen Euro ausgewiesen hat. Das Werder Fundbüro meldet für den April wieder zahlreiche abgegebene Gegenstände, darunter 6 Fahrräder und ein einzelner Rahmen, ein dickes Schlüsselbund mit 23 Schlüsseln und einem Dietrich sowie 2 Damenuhren. Rückfragen sind im Bürgeramt der Stadt telefonisch unter 45 63 63 möglich. Eine Informationsveranstaltung zum Wiedereinstieg in den Beruf bietet die Agentur für Arbeit am 13. Mai in Bautzen an. Informiert wird neben Tipps zur Stellensuche und Bewerbung auch über Möglichkeiten der Qualifizierung. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Möglich ist dies telefonisch unter 03591 66 14 10 oder per E-Mail unter bautzen.biz@arbeitsagentur.de.
Wenn Sie am Muttertag, also am Sonntag, einen schönen Ausflug mit der Familie planen, dann sollten Sie sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der April ist zwar schon vorüber, doch der launische Charakter hat auch im Mai noch Bestand. Die konkreten Aussichten für die kommenden Tage sehen Sie in wenigen Minuten. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Liebe Zuschauer, es geht uns jetzt um die Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda. Die werden am Montag ein neues Service Center öffnen, nicht am Rand der Stadt, sondern zentral sozusagen im Stadtkern. Sie werden es finden im Treff 8 Center. Eckhard Friese ist der Geschäftsführer der Lausitzer Werkstätten. Herr Friese, warum ziehen die Lausitzer Werkstätten vom Stadtrand sozusagen in die Innenstadt? Unsere Unternehmensphilosophie ist seit vielen Jahren die, dass unsere betreuten Mitarbeiter mitten im Zentrum sich befinden sollen. Was gibt es da Besseres, als ins Zentrum in die Stadt Hoyerswerda hineinzugehen? Und der Treff 8 bietet sich ganz einfach wunderbar an. Was werden die Kunden im neuen Service Center erwarten können? Im neuen Service Center werden wir unseren kompletten Fahrradbereich einrichten. Darüber hinaus werden wir die Akkuaufbereitung weiter ausgestalten. Das ist vor allen Dingen für unsere Handwerker sehr, sehr wichtig, denke ich einmal. Wir werden die Wäschereiannahme vor Ort finden und die Eigenprodukte, die wir anbieten, werden wir da auch verkaufen. Also ein bunter Blumenstrauß. Ich denke und gehe davon aus, dass die Bevölkerung das sehr gut annehmen wird. Wie viele Beschäftigte werden tätig sein im neuen Service Center? Im neuen Service Center werden nach jetziger Lesart 16 betreute Mitarbeiter sein und 3 weitere Mitarbeiter. Und was erwarten sich denn die Lausitzer Werkstätten von diesem neuen Standort in der Innenstadt? Ja, natürlich, sagte ich es bereits eingangs, ist für mich ganz, ganz wichtig, dass sich die betreuten Mitarbeiter wohlfühlen, mitten im Leben. Das ist mein erklärtes Ziel. Darüber hinaus, das will ich nicht verschweigen, erwarten wir natürlich eine hohe Bevölkerungsresonanz, um letztlich auch was für unsere wirtschaftliche Situation zu tun. Das muss auch mit erwähnt werden, auch das gehört dazu. Aber im Zentrum stehen unsere betreuten Mitarbeiter, die mitten im Zentrum sich dann wohlfühlen sollen. Wunderbar, ich danke Ihnen. Also am Montag Eröffnung des neuen Service Center der Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda im Treff 8 Center. Ein Frühstückstreff für junge Muttis steht am Donnerstag im Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda auf dem Programm. Treff ist um 9 Uhr. Am Nachmittag wird ab 15 Uhr zur Schülerhausaufgabenhilfe eingeladen. Zu einer feierlichen Gedenkveranstaltung anlässlich der Befreiung vom Faschismus wird am Donnerstag um 13 Uhr an den Ehrenhain im Hoyerswerda Stadtzentrum eingeladen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Donnerstag noch einmal das Basteln von Muttertagsgeschenken in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf dem Programm. Im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Komödien Bad Neighbors, Die Schadenfreundinnen und Muppets Most Wanted. Blut spenden kann man am Donnerstag in Kamenz. Der lebensrettende Saft wird in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in der HEC-Fachschule in der Königsbrücker Straße abgenommen. Die Volkssolidarität lädt am Donnerstagnachmittag zum Kaffeetanz in das Forum der Lausitzhalle in Hoyerswerda ein. Die Musik erklingt ab 15 Uhr. In der Kulturfabrik Hoyerswerda wird am Donnerstagabend der Dokumentarfilm Im Dreieck – Leben, Liebe, lauter Baustellen gezeigt. Los geht's um 20 Uhr. Im Anschluss steht unter anderem der Regisseur des Streifens den Zuschauern Rede und Antwort. Nachts bei wechselnder Bewölkung nur noch örtlich Schauer, bei Temperaturen von 9 bis 7 Grad. Am Donnerstag gibt es einen Wechsel aus etwas Sonnen und dichten Wolken. Dabei kann es gelegentlich noch schauern im Verlauf des Tages. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad. Das war die Drehscheibe für Mittwoch.
Wird in Sachsen das Wasser knapp? Mit der zukünftigen Entwicklung beschäftigen wir uns morgen in der Drehscheibe. Bis dahin wünscht Ihnen das Team einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.